redet ein Mann mit einem Mann voreinander mit einer Sonnenbrille? Das zeigt doch schon, dass du respektlos gegenüber mir bist. Wer hat gesagt Respekt? Du bist mein Gegner. Ja, aber mit dir. Ich, guck mal, ich hab dir Adler gezeigt. Hey, und dann ich mache dir tot. Ich hier für Blut, für Töse, alles ja. Das. Ich würde das rausprovozieren, ich würde Millionen von Klicks machen. Sehe dein Auge, du bist Angst. Was siehst du denn? Du bist Angst. Angst? Ja. Vor dir? Ja, natürlich. Hallo liebe Fight-Freunde zu Hause, ich sitze heute hier mit dem Main-Event des 5. März. Da haben wir die nächste GMC Fight Night anstehen. Wir haben Chare, Pretty Boy, Ucha gegen den sibirischen Wolf, Siberian Wolf, Edward Evdokimov. Und die beiden werden sich heute im Face-Off direkt gegenüberstehen und wir sind gespannt, was sie zu sagen haben. Am 5. März ist es soweit, der Main-Event des Abends. Wir haben den Fight Club Gelsenkirchen repräsentiert durch den Pretty Boy Chare Ucha. Ihm gegenüber der Herausforderer aus dem schönen Süden, baligen Planet Eater ist am Start, Edward Evdokimov. Beide ungeschlagen in ihrer bisher noch jungen Karriere. Und der Pretty Boy hat schon eine Ansage gemacht, sagte, jeder weiß es, ich mag es, Nullen zu nehmen. Und das wird die nächste Null, die ich nehmen will. Was sagst du dazu, Chare? Also die Leute wissen es, ich habe jetzt 4 Kämpfe bisher gemacht, davon viele Nullen genommen. Jetzt in ein paar Wochen ist es soweit. Ich hoffe, du hast dich gut vorbereitet und ich hoffe mal, dass wir es alles geben, dass du deine Nullen nicht verlierst. Ich nehme deine Null, ja. Meine Null nimmst du? Natürlich, ohne Problem. Okay, hast du gut trainiert schon? Natürlich. Also du immer. Ja? Jeden Tag, dreimal, zweimal. Dreimal, zweimal, stark. Ich bin richtig fit. Sehr und ich gut. Zeige dir richtig guten Kampf, ja, gute ja. Level. Was hast du vor, im Kampf zu zeigen? Vor? Oh, Alter, ich bin nicht so richtiger, da ist bereit, weißt du. Ich bin nicht so fit letztes Mal. Zwei Kämpfe bin ich fit gemacht, ja. Aber jetzt ganz anderes Level, ja. Also 15 Minuten Power? Bei dir geht 2 Minuten, Alter. Also 2 Minuten hast du mich K.O.? 2 Minuten bei dir geht. K.O. oder Submission? K.O. Okay, du musst mich K.O. Ich bin Strike, ja. Aber willst du machen BJJ oder Ringe, ich mache dir. Okay, du bist Boxer, denke ich dann, ne? Kickboxer, Boxer, K1. Wie viele Boxkämpfe hast du gemacht? 74. 74 Boxkämpfe? Ja, ja. Also, du hast 74 Boxkämpfe gemacht? 27 Kickboxer. Okay. 18 K.O. Guck mal, ich habe nicht mal die Hälfte so viel gemacht. Ich bin nicht Showman wie du, aber ich bin kein Showman. Das ist nicht TikTok machen. Ja, das stimmt, ich bin kein Showman. Ja, aber du hast so viele Kämpfe gemacht. Das ist Kampf, Alter, ja. Das ist richtig. Guck mal, ich habe nicht mal Hälfte von den Kämpfen gemacht. Also wenn ich dich dann ausnocken würde, dann wäre das ein Problem für dich. Guck mal, ich habe nicht mal Hälfte der Boxkämpfe gemacht, die du gemacht hast. Aber ich sage, ich knock dich aus. Und was willst du mir sagen? Hä? Was willst du mir sagen? Ich sage, ich knock dich aus. Was? Wie was? Was willst du mir sagen, ey? Nix. Ich mache dir kaputt und fertig. Also, wenn du fit bist, ich freue mich, ich hab Bock. Ja, ich bin fit, natürlich ich bin fit. Was machst du, ich bin hier? Nur sitzen mit dir so reden, oder was? Hä? Ey, nur sitzen mit dir reden, oder was? Dann ist perfekt, ich will, dass du wirklich topfit kommst. Ja, natürlich. Ich will sogar, dass du gesund bist, dass du natürlich, stark bist, dass du hier hinkommst. Ich bin nicht deine Freund Maurice, verstehst du? Ja. Darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen, Eduard. Chare sagt, er hofft, dass du fit bist an besagtem Tag, dem 5. März. Natürlich gehen wir davon aus, dass du bist. Du hast schon eine Vorbereitung hinter dir gehabt, eine komplett abgeschlossene. Im November hätte er gegen deinen Teamkameraden damals Maurice Adolf antreten sollen. Derjenige hat ihn allerdings kurz vorher dann ist aus dem Kampf genommen worden, ist da krank geworden, Covid, wie es bei so vielen passiert ist, hat nicht antreten können. Davon hast du natürlich hättest du das Match gerne gemacht, aber du profitierst. Es ist gut, weil du hast die Vorbereitung mitgenommen. Ja, du hast schon eine große Vorbereitung. Und hast jetzt quasi von da aus nochmal darauf aufgebaut. Ja. Also fit wirst du sein. Natürlich, du ich sagst, bin fit. Ja? Ich habe große Vorbereitung gemacht. Ja. Jeden Tag zweimal Training. Alle kennen, ja, Planet Elter, das ist eine starke Schule. Alle starke Leute. Ich habe richtig fit. Ich bin richtig hungrig. Ja, richtig hungrig. Voilà. Bei dir gute ja, Rekord. Und ich nehme deine Null, verstehst du? Ja? Ja. Ey, du musst auf jeden Fall fit sein, um meine Null nehmen zu wollen, aber ich sag dir ganz ehrlich, das wird nichts. Dafür musst du viel mehr machen. Ich zeige dir. Das ist nicht wie deine so letztes Mal, ja. Wer denn? Wie letztes Mal? Deine Kämpfe. Welche Kämpfe denn zum Beispiel? Meinst du, ein Seelisch, der schon über 100 Boxkämpfe hatte? Ich hatte schon mal in der 100 Boxkämpfe. Er hat gesagt zu mir auf der Waage, ich schau dich K.O. Ich hab gesehen, ja, letztes Kampf. Ich hab vergessen, Name mit Tschetschenien, ja. Das ja. Ist Kampf, Club, ich ja. Würde sagen, ja, Tschetschene, Weihnachten, Salam Aleikum, da.
Erstmal, Salam alaikum, Adlam Saif. Ich hoffe, dir geht's gut, egal was deine Sache war. Dieser Kampf, wie klappt, weißt du? Soll ich dir was sagen, aber von was an dem Tag war? An dem Tag war meine schlechteste Leistung und seine beste Leistung. Und mit der Leistung habe ich trotzdem gewonnen. Aber am März, jetzt in 2 Wochen, da kommt meine beste Leistung. Beste Leistung? Da kommt meine beste Leistung. Guck mal, der letzte. Das ist nicht TikTok, viel Blabla machen. Ja, aber das ist doch. Das muss kein TikTok sein. Ich habe doch gekämpft, ich habe letztes Jahr 4 Kämpfe gemacht. Davon habe ich 3 durch K.O. alle deine Kämpfe gesehen, weißt du? Ja, aber gar nichts. Ich kann gar nichts. Der letzte, der Boxer, der hatte 100 Boxkämpfe, hat zu mir gesagt, ich werde dich K.O. hauen. Nach ein paar Minuten war der da auf dem Boden am Liegen. Natürlich. Ja, der wollte es auch nicht mehr, der war dann auch vorbei. Reden kann jeder. Am Ende muss man im Käfig abliefern. Ey, ich liebe nicht, weißt du, bla 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 so reden. Ja, ich hab dir gesagt, das ist 100%. Ich habe gesagt, und alle sehen diese. Ey, das ist nicht deine Zeit, verstehst du? Diese TikTok machen, das ist meine Zeit, meine Zeit, verstehst du? Ja. Das ist meine Zeit. Das ist nicht Spaß so viel bla bla, das ist richtig machen. Ich bin Mann, Alter, verstehst du? Und ich mache dir richtig gut. Ja, also mit Herz. Mit Herz? Ja. Erst gegen Moritz wollte zu kämpfen, Moritz hat nicht geklappt, jetzt gegen mich. Also immer Leute, die ein bisschen im Spotlight stehen. Oder warum willst du genau gegen Moritz und dann gegen mich? Warum nicht jemand gegen andere? Das warum, das ist logisch, Alter. Nein, weißt du, was das mal, Ding bei ist? Bei dir guter Rekord, bei Moritz guter Name. Das ist logisch, verstehst du? Und das weißt du, was das Zeit. Ding ist? Es versuchen sich Leute irgendwo immer Dings. Guck mal, ich sag nicht, dass ich ein Star bin. Auf gar keinen Fall. Da bin ich noch weit von entfernt. Ich bin ein Mensch wie du, wie was weiß ich was. Aber die Leute müssen aufhören. Und du genau auch. An solchen Leuten sich versuchen hochzuziehen. Bei mir, ich bin ein Sportler, ich bin ein Kämpfer, ich bin kein TikToker, ich bin kein Instagrammer. Am Ende zählt nur diese 15 Minuten in diesem Käfig. Und ich bin dafür geboren, hier zu kämpfen. Und ich werde hier kämpfen und ich werde. Du musst mich töten, damit du mich hier rausholst. Du musst mich töten. Alter, du machst hier Show, Alter. Ich mache dir gute Kampf. Aber warum Show? Guck mal, mach ich Show, du bist hier vor mir mit einer Sonnenbrille. Mach dir so, Alter. Okay, hör zu, du sagst, ich mach Show, du chillst mit mir. Guck mal, du sagst zu mir, Respekt, ich bin ein Mann. Redet ein Mann mit einem Mann voreinander mit einer Sonnenbrille? Das zeigt doch schon, dass du respektlos gegenüber mir bist. Würde ohne. Aber mir gefällt's, weißt du, mir gefällt's. Ja, aber guck mal, wir reden doch über Respekt. Nein, aber mir gefällt's, weißt du. Ja, aber redest du? Wer ist gesagt Respekt? Du bist mein Gegner, warum ich reden mit dir? Guck mal, ich hab gegen Adlam Musaev gekämpft. Wir haben uns umarmt vor dem Kampf. Und was, das ist eine Story, jetzt andere Story, verstehst du? Egal welche Story, bei mir ist Mensch wichtig. Ich hab gehört, ihr musst auch hören, ja? Ich höre dir zu. Ey, ich höre dir zu, rede. Du hast gerade gesagt, du bist mein Gegner, ich muss keinen Respekt vor dir haben. Ja, hast du keinen Respekt vor deinen Gegnern? Ich mache dir tot, verstehst du? Aber hast du keinen Respekt vor deinen Gegnern? Natürlich, hey. Und dann ich mache dir tot, ich hier viel Blut, verstehst du? Alles das. Und dann komm Kaffee trinken. Aber erst ich mache dir hier kaputt, Alter. Du bist mein Gegner. Ist auch richtig so. Aber ich bin ein Mensch zum Beispiel, ich habe Respekt vor meinen Gegnern vor dem Kampf und nach dem Kampf. Adlam Musaev hat geht nicht, geht nicht. Das ist Sport. Der Sport ist Respekt. Denn und wenn ich hier vor dir bin, egal was ist so. Das ist deine Politik, Alter. Ja. Bei mir ganz anderes. Ja. Du bist jetzt mein Gegner, du bist mein Fleisch, verstehst du? Ja. Aber ich habe richtig Lust bekommen auf dich. Jetzt gibst du mir dadurch noch mehr Lust auf den Kampf. Wirklich noch mehr Lust da. Adlam Musaev, er hat das vor dem Kampf, wir waren so gut miteinander, ich dachte mir so, ich will den gar nicht mehr, ich will gar nicht gegen ihn kämpfen. Ich bin andere. Aber gegen dich habe ich wirklich jetzt Lust bekommen zu kämpfen. Ja. Du hast mir wirklich noch dieses Feuer. Komm jetzt, ich mache dir jetzt halt. Ja, willst du jetzt eine Show machen? Ich dachte, ich bin ein Showmaker. Showmaker. Ja? Jetzt bitte noch nicht, Jungs, wohl sitzen bleiben. Also wir merken, es sind 2 verschiedene Charaktere. Wir haben einmal jemanden, der sagt, Respekt steht für mich im Vordergrund. Ja, es handelt sich um Sport. Wir können vorher vernünftig miteinander umgehen, danach vernünftig miteinander umgehen. Während der 15 Minuten kommt es drauf an. Während dein Gegenüber hier, Eduard, sich sagt, du bist mein Gegner, du bist mein Feind, du bist mein Opfer. Und danach können wir zusammen Kaffee trinken, aber vorher zoll ich dir gar keinen Respekt. Interessante Ansichtsweise, 2 verschiedene Standpunkte. Das ist komisch, Alter. Ich muss jetzt mit dir so sitzen, so sagen, Bruder, das und was. Alles. Auf gar keinen Nein, Fall. Du nicht. Nein, ich muss im Kopf, weißt sag mir, was ist das? Nein, auf gar keinen Fall. Konzentrieren, natürlich. Ich sag dir eine Sache, was Sache ist einfach. Er sagt ja TikTok, MikTok, dies, das. Wenn ich wollen würde, ich würde das doch rausprovozieren. Ich würde das rausprovozieren, ich würde Millionen von Klicks machen. Aber bei mir ist wichtig, wir sind hier Kämpfer. Wir trainieren alle, wir geben in diesen Scheißsport, wir geben Blut, wir geben Schweiß, wir geben Zeit, wir machen alles. Ich schlafe nicht, ich trainiere. Aber deswegen weiß ich, dass das jeder Kämpfer macht, deswegen zoll ich Respekt.
Aber ich mach das nicht, damit jemand vor mir kommt mit einer Sonnenbrille dann vor mir redet. Dafür mache ich das nicht. Ey, Alter, was redest du? Ich nicht verstehe dich. Gar nichts, Alter. Ich verstehe schon, alles gut. Bei dir nicht gefällt meine Brille, oder was? Nein, das ist. Es geht nicht mehr um die Brille. Gute Brille, Alter. Warum dir nicht gefällt? Nächstes Mal, vielleicht brauche ich auch eine Brille, dann ist, vielleicht ist er gleich da. Das heißt, der Pretty Boy hat gerade deutlich gemacht, er sei in erster Linie Kampfsportler. Genau. Und so kennen wir dich auch. Natürlich hast du deine TikTok-Karriere, wenn ich das so sagen soll, oder deine Plattform auf Instagram, so wie andere Athleten da, oder Künstler das auch machen. Aber maßgeblich steht für dich im Vordergrund der Kampfsport. Du bist erstmal Sportler und dann kommt alles andere. Und es wird die ganze Zeit so dargestellt von Eduard hier, dass du TikToker bist und quasi den Sport nutzt, um deine TikTok-Plattform zu vermarkten. Aber du sagst, es sei genau andersrum. Erstmal der Sport. Ich finde, solche Leute wie Eduard vor allem müssten mir dankbar sein, dass wir, jeder, der das vermarktet hier in Deutschland, er müsste dankbar dafür sein. Ey, du musst nicht zeigen, ich bin süßer Mann, guck das hat nichts damit zu tun. Wir bringen dich vorne. Das ist Kampf, verstehst du? Ja, das ist Kampf. Das ist Männerkampf. Soll ich dir was sagen? Dank das solchen Leuten. Ich bin keine Süße, Alter. Wie Männer sagen, Respekt, das Maß und fertig. Guck mal. Nicht jetzt. Ich bin außen, guck mal, nach außen bin ich vielleicht süß, aber wenn wir im Kampf sind, dann komme ich und locker aus. Das ist der Unterschied. Deine Kampf, Alter, im Kampf ist süß, anders. Alter, Kämpfe. Was ist los mit dir? Ja, also die K.O. sind auch süß. Da, wo die Leute schlafen gegangen sind, war auch süß. Am Anfang kann alles süß sein, aber wenn ich in den Käfig gehe, dann ist fertig dieses TikTok, MikTok, was weiß ich. Nichts spielt meine Rolle. Das ist nur noch wir beide und dieser Referee. Und dann ist fertig. Hey, ich zeige dir, richtig. Ja. Nicht viel bla bla bla. Ja. Richtig, ich zeige dir. Sibirisches Level, verstehst du? Ja. Ich bin gespannt. Eduard, du hast bei der Ansage... Ich muss fühlen, dieses sibirische Level, ich schwöre. Ja? Alle muss fühlen. Ich zeige dir. Ja. Du hast schon bei... dem Face-Off mit Maurice Adolf die Ansage gemacht. Ich mache du mit ihm K.O. Kampf. Und dann, ich will so gerade mit Maurice so machen, Kampf. So, ich will K.O. bei ihm machen und dann muss Maurice so kommen und ich mache einen Tag, ja, zwei Kampf. Mit Ach, du sagst, Maurice. Du gewinnst uns beide an einem Tag? Ja, genau so. Ah, okay. Ja. Also, du gewinnst uns beide richtig, an einem Tag. Ja, richtig, natürlich. Wir beide. Interessante Ansage. Das heißt, zwei an einem Cup direkt hintereinander, sagst du, würdest du machen wollen. Ja. Aber dafür sah deine Kondi in den letzten Kämpfen nicht so gut aus. Zweite Runde warst du normal. Ich bin jetzt bereit. Was rede ich? Ach, letztes Kampf warst du nicht bereit. Ich bin letzte Kampf von GCP, meinst du, oder was? Nein, ich meine, wo du von Mohamed Locke zwei Runden lang verprügelt wurdest. Ich bin da nicht bereit. Ey, bei mir gemacht K.O., ja. Ich habe zwei Wochen zu Hause, weißt du, bleiben. Bisschen chillen, ja. So. Keine Ahnung, Alter. Und gar nichts Training gemacht. Bei mir Nase gebrochen, richtig gute K.O. von meinem Freund. Ja. Und dann mir Trainer geschrieben, willst du so erste Kampf, Profikampf machen? Also ich habe gesagt, einfach, ja, komm, mein Charakter, mein Herz. So. Und guck mal, guter Kampf. Ich bin nicht bereit, ich bin immer so, geh zurück. Von meiner Luft nicht gute, konditionell. Ich immer so, aber jetzt, ey, ich zeige dir gute meine konditionell. Ja, und ich sage, um so zu reden zu können, wie du jetzt redest, musst du erstmal einen guten Kampf machen. Mach so einen Kampf und danach rede so. Aber mach erstmal diesen Kampf, weil deine letzten Kämpfe fand ich nicht gut. Ey, deine alle vier nicht gute, was redest du? Was redest du? Ich verstehe dich. Ohne Witz. Du redest, du bist. Ich rede doch nicht das groß. Maß, aber du, ich rede doch ey, nicht du, groß. Mit wem gemacht? Mit wem? Mit wem? Ey, und deine Kämpfe, ich schwöre, gar nichts bei mir, gar nichts, ey, gar nichts. Also gar du sagst, ich habe nicht gegen gute Gegner gekämpft. Du hast gerade noch deinen Freund Adlan Musaev gegrüßt. Also er sagst ist du nicht deinen mein Freund, er ist nicht mein Freund, aber du mit ihm sagen richtig, ja, nicht falsch, mir gar nichts gefällt dieser Kampf. Okay. Gar nichts. Das ist nicht falsch, ich bin Mann. Ich sage richtig, ja, nichts falsch. Ja, und ja. Mir nicht gefällt dieser Kampf. Okay, muss ja nicht. Ich habe gesitzen mit meinem Bruder, so reden, ja, Vova, Salam Aleikum, da, Bratischka. Ich sitze und ich sage, Alter, ich will kämpfen mit ihm. Und dann Eddie Kexel dir geschrieben, warum du bist nicht antworten bei ihm? Ich habe geantwortet. Aber warum nicht mit dem Kampf nicht gemacht? Wie, warum nicht Kampf gemacht? Ich habe Kexel, werde am Tag von so vielen Menschen herausgefordert, von so vielen Menschen. Ich habe ihm genau gesagt, wie jeden anderen,
Schreibt GMC, sollen den Kampf machen. Egal, wen GMC mir gegeben hat, bis heute. Hier sind meine Zeugen. Ich habe jeden Kampf angenommen. Ich habe noch nie gesagt, guck mal, wenn du sagst, ich kämpfe gegen Verlobst, dann musst du ja auch Verlobst sein, weil gegen dich habe ich auch angenommen. Ich habe bis heute jeden Kampf angenommen, der mir gegeben wurde. Die haben mir gesagt, für März, AJFTQ, ich hab gesagt, mach. Egal, wen die gesagt hätten, ich hätte gesagt, ich mache. Warum? Weil ich will irgendwann ganz hoch. Ja, und dafür jetzt, musst du jeden jetzt gehst du nicht hoch, jetzt ein gutes Level bei dir. Ja? Ja, werden wir sehen. Jetzt ein ganz anderes Level, ja? Ja, dann werden wir sehen. Jetzt, ich zeige dir. Ja? Das Next Level. Werden wir sehen. Einer wird weitermachen, einer wird sein, nur verlieren. Ich sehe deine Augen, du bist Was Angst. Was siehst du denn? Du bist Angst. Angst? Ja, vor dir? Ja, natürlich. Also ich sag dir ganz ehrlich, das Einzige, was mir gerade Angst macht, ist, dass ich krank werde, weil es so kalt ist. Aber sonst, vor dir habe ich keine Angst. Alles, was ich mit meinen Augen sehe, vor dem habe ich keine Angst. Alles, was du mit deinen Augen sehen kannst, vor dem brauchst du keine Angst haben. Merkt ihr das? Nein, Alter. Doch, das ist so. Ich sagen, dein Gesicht rot, Alter. Jetzt. Rot? Ja, natürlich. Ich guck mal. Ich hab so, glaube ich, ein bisschen... deswegen nennt man mich doch Pretty Boy, weil ich so ein bisschen rote Wangen hab. Du bist richtig, Showman. Du... Gut, meine Deutsch nicht gut, verstehst du? Alles gut. Du bist... Ich verstehe, was du meinst. Du weißt, was machen, weißt, von Kamera. Aber... In Augen, ich sehe alles. Okay, was siehst du noch in meinen Augen? Ich hab dir gesagt, ja. Das heißt, du siehst Angst in den Augen, du siehst, dass die Worte, die er sagt, nicht das ist, was er tatsächlich fühlt. Ja, er ist Angst, Alter. Er ist ein Angsthase, klare Ansage auch K.O. erste Runde. Zwei Minuten, in den ersten beiden Minuten, ein K.O. von deiner Seite. Schade, du sagst ebenfalls K.O.? Ganz ehrlich, für mich ist das, es muss ein K.O. sein. K.O., Alter. Ich sage, ich werde dieses Kampf gewinnen. Alter. Egal ob K.O., egal ob Submission, egal ob Punkte. Für mich ist wichtig, gewinnen. Wenn du es dir aussuchen kannst. Vergessen auch. Wenn ich es mir aussuchen kann, ist es mir egal. Ich will diesen Kampf gewinnen. Der Rest ist mir egal. Mehr nicht. Ich werde jetzt nicht hier diese großen Töne spucken mit, ey, ich schau dir in zwei Minuten K.O. Okay. So, Maurice hat das auch schon mal gemacht. Danach ging das irgendwie nach hinten los so. Deswegen, ich bin so einer. Ich sage, ich freue mich auf den Kampf, ich will da einfach meine beste Leistung zeigen und egal, ob mit was ich dann gewinne, das ist mir egal. Hauptsache, ich gewinne. Gut. Das heißt, die Ansagen sind klar ausgesprochen. Einmal der Siberian Wolf, der sagt, der Pretty Boy sei ein Angsthase und ich würde ihn in der zwei Minuten ausnocken. Yeah. Der Pretty Boy, der sagt, Siberian Wolf, du beeindruckst mich nicht. Du hast viele, viele, viele Kämpfe gemacht, viel mehr als du selbst gemacht hast. Ja. Und dementsprechend sei es eine Schande für ihn, dann gegen dich verlieren zu müssen. Gleichzeitig sagt der Siberian Wolf aber auch, dass du bisher keine starken Leute gehabt hast und du jetzt ein neues Level kennenlernen willst, sibirisches Level nämlich, wohlgemerkt. Er ist stark, für null, aber nicht von meinem Level. Du hast ein anderes Level. Ja, die Leute, die er gegen dir gewonnen hat, waren nicht auf... Das muss mit so gleichem Level so machen. Er ist das Next Level. Er ist das Next Level. Cool. Er ist das Level, das auch besagt, ich würde in einem Kampf gegen Charo Uche und Maurice Adolf zeitgleich kämpfen. Bei mir nicht Nase oben. Aber nicht Nase oben? Ja, nicht Nase oben. Du sagst, ich kämpfe zwei an einem Tag. Kämpf doch erstmal ein und gewinne. Ich sage richtig, ey, alle Leute kennen das. Alle Leute, alle, ey, gegen ich nicht reden, ja. Alle sagen, dass es, ey, das ist wie, sag mir, was ist das, Alter? Luft. Ja, wie Luft, Alter, gar nichts. Gar nichts. Also ich bin wie Luft. Ja, du bist wie Luft, Alter. Ja, dann hoffe ich mal, dass du das auch durchsetzen kannst. Na gut, wir hoffen auf jeden Fall, dass es ein spannendes Match werden wird, dass die Zuschauer das Ganze genießen und vielleicht, wie Eduard anfänglich gesagt hat, dass man danach zusammen Kaffee trinken kann. Im Augenblick kein Respekt von seiner Seite. Du willst das Ganze sportlich angehen, sagst aber, du hast jetzt noch mehr Luft und Lust bekommen, gegen diesen Mann anzutreten, weil er dir jetzt jeden Grund... Ich habe immer Lust, Alter. Ich bin hungrig. Ohne Witz, Alter. Meine Damen und Herren, beide sind hungrig, Sie haben es gesehen, Sie haben es gehört. Einer wird als Angsthase bezeichnet, der andere wird besonders hungrig. 5. März ist es soweit, german-mma.de. Da können Sie den Kampf sehen, schalten Sie ein, verpassen Sie das nicht, der Main Event dieser Fight Night.